Herzlich willkommen bei Nichtversagen Peter Fragen. Heute wieder als Idee für euch ein Studiengang. Und ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass ich von dem Thema Umwelt, Fridays for Future, ziemlich infiziert bin. Und ich glaube, dass da ganz viel zu tun ist, auch für die zukünftige Generation. Ich fürchte sogar noch fast viel mehr als bei mir, weil meine Generation es versaut hat, beziehungsweise ja, kann man nicht so viel, wenn sich die Menschheit so dermaßen vermehrt und so weiter. Aber das, was in jedem Fall ansteht, sind riesige Veränderungen in der Natur und in der Welt. Und da gibt es einen Studiengang, der nennt sich International Development Management. Das Studium beschäftigt sich im Grunde genommen mit dem Wiederaufbau von zerstörten Gebieten beziehungsweise von der Sicherung von Gebieten natürlich auch, die bedroht sind. Also jetzt, ob das die Versteppung oder Verwüstung in Afrika ist von bestimmten Landschaften oder also so eine ländliche Umgebung oder ob wenn so Stahlextraktionen wieder aufgebaut werden müssen. Insofern ist dieses International Development bei den Katastrophen, die uns im Moment tun, ist es ein 4-jähriger Studiengang an einer Fachhochschule in den Niederlanden. Es ist so, dass der in Velp stattfindet, in Arnheim, an der Hochschule Van Hal Larenstein. So, einfach mal ein paar Inhalte, damit ihr seht, was mache ich da eigentlich, wenn ich International Development Management mache. Das eine ist Sektorkenntnis in der internationalen Entwicklung und Nachhaltigkeit. Ich muss also genau wissen, was passiert da. Ich muss wissen, wie passiert das in diesem ländlichen Raum. Afrika ist dann natürlich, ich muss dann auch lernen an praktischen Beispielen die verschiedenen Untersuchungsmethoden. Ich will dann lernen Projektmanagement und ich muss dann auch gucken, wie kann ich dann mit diesem Projektmanagement wirklich eine nachhaltige Entwicklung hinbringen. Das ist ganz wichtig, dass man das studiert hat, International Development, weil wenn man sich diese, sag ich mal, Tröpfchen auf den heißen Stein Entwicklungshilfeprojekte anguckt, dann zeigt es sich doch, dass man möglichst mit großflächigen Strategien rangehen muss. Und insofern ist das ganz gut, dass in diesem Studium auch ein sehr praxisbezogener Unterricht hat. Im zweiten Jahr macht der meist in der Regel schon im Ausland ein Praktikum. Und ja, da gibt es dann eben auch so Themen, die ganz wichtig sind, wie Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Landwirtschaft. Ist es auch so, die Ökonomie, die funktioniert oftmals nicht auf Gemeinwesen, sondern man muss im Grunde genommen auch ein bisschen Businesskenntnisse, Unternehmenskenntnisse haben. Und man muss auch, wenn man das erreichen will, muss man auch gut kommunizieren können. Müssen die Kommunikationsfähigkeiten gestellt werden. Das alles gibt es in diesem 4-jährigen Studiengang in Velp, die dann für euch auch dieses Programm aufgebaut haben. Es findet auf Englisch statt. Es ist ein Bachelor of Science hinterher und man arbeitet im Grunde genommen an einer gerechten Welt. So, wenn euch so etwas interessiert, dann guckt euch doch einfach mal die Schnuppertage an in Velp. Velp liegt bei Arnhem, das heißt direkt hinter der deutschen Grenze. Vom Ruhrgebiet aus in einer Stunde ganz gut zu erreichen oder anderthalb Stunden so. 12. März, 7. Mai und 4. Juni sind Schnuppertage. Es gibt auch ein Webinar am 24. März und es gibt einen Tag der offenen Tür am 26. März in Velp. Das kann ich euch empfehlen. Geht dahin, guckt es euch genau an. Wenn ihr das Ideal habt, an einer gerechten Welt so zu arbeiten und das zu entwickeln. Gut. Ihr findet alles unten in der Beschreibung drin, den Studiengang International Development. Ihr findet dann auch da die Links zu den verschiedenen Aktivitäten. Ich kann nur sagen, wenn euch so Biologie, Geografie, Ökonomie so interessiert, und das könnt ihr alles da lernen als Hilfsmittel, um eine bessere Welt zu gestalten. Insofern ein sehr schöner Studiengang. Bis denn, tschüss.